Thailand ist ein Staat in Südostasien und grenzt an Myanmar, Laos, Kambodscha, Malaysia, das Andamanische Meer und dem Golf von Thailand. Die Hauptstadt Thailands und mit Abstand größte Stadt des Landes ist Bangkok. Dort leben offiziell 6 Millionen, inoffiziell 10 Millionen Menschen, während die zweitgrößte Stadt Thailands, Nonthaburi, gerade einmal 250.000 Einwohner hat. In Thailand leben insgesamt 69 Millionen Menschen und die offizielle Landessprache ist Thai. Die Währung Thailands ist der Baht. 1 Euro entspricht knapp 35 Baht. Thailand weist eine geopolitisch günstige Lage auf. Nicht zuletzt dank dem geplanten Kra- oder Thai-Kanal, der ähnlich wie der Suez- oder Panama-Kanal den Seetransport zwischen Europa und Ostasien verkürzen soll. Der Kanal würde den Weg um gut 1200 Kilometer verkürzen, was einer Reisedauer von 2 bis 5 Tagen entspricht. Große Frachtschiffe würden so $300.000 sparen. Und natürlich ist auch hier China am Erbauen des Kanals interessiert. Doch trotz den wirtschaftlichen Vorteilen gibt es Bedenken im Umweltschutz und in der Tatsache, dass sich das bereits jetzt abgespaltene Verhältnis zwischen dem Norden und dem Süden des Landes beim Bau des Kanals weiter verschlechtert. Doch zurück zum Auswandern. Thailand gehört zu den Nationen, bei welchen eine Auswanderung ganz unterschiedliche Motive haben kann. Die gelassenere Lebenseinstellung, die tieferen Lebenshaltungskosten, das bessere Klima, die Kultur oder Abenteuerlust sind nur einige Gründe, die für eine Auswanderung sprechen. Im Verlauf des Videos gibt es ein Interview mit Mario vom YouTube-Kanal Myland Thailand, der seit Jahren nach Thailand ausgewandert ist. Bleibt also gespannt. Thailand wurde bereits öfters als Videovorschlag eingereicht. Vielen Dank Shepherds und Flori777 für den Videovorschlag. Seit 2016 ist die Zahl der Auswanderer aus Deutschland astronomisch gestiegen, weshalb dieses Video zur Auswanderungsserie gehört, in welcher ich auf das Auswandern in die USA, nach Australien, Kanada, Südamerika, Schweiz, Russland, Türkei, Österreich, Norwegen, Großbritannien, Neuseeland, Niederlande, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Bulgarien, Japan, Südkorea, Ungarn, Deutschland, China, Dubai bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate, Schweden, Luxemburg, Island, Südafrika, Dänemark, Finnland, Liechtenstein, Belgien, Polen, Thailand und Estland eingehe. Zu jedem dieser Gebiete habe ich ein einzelnes Video erstellt. In der Beschreibung und in den Kommentaren ist die dazugehörige Wiedergabeliste verlinkt. Doch zurück zu Thailand. Welche Gründe sprechen für das Auswandern nach Thailand? Und welche Punkte gilt es im Fall einer Auswanderung zu beachten? Im Jahre 2018 sind offiziell 1869 Deutsche nach Thailand ausgewandert. Damit liegt die thailändische Nation an 16. Stelle der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen, vor Schweden und hinter Belgien. Innerhalb der 10 Jahre emigrierten etwa 14.424 Deutsche nach Thailand. Und momentan leben etwa 25.000 bis 50.000 deutsche Staatsbürger in Thailand. Die Zahlen sprechen für sich. Thailand ist eines der beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen. Doch was sind die Vorteile einer Auswanderung nach Thailand? Wie wir später noch erfahren werden, ist das Leben in Thailand deutlich günstiger als in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Ebenso wird die lockere Art als positiv von Auswanderern beschrieben. Nicht nur die lockere Art, sondern auch die scheinbar in der Kultur verankerten Freundlichkeit macht das Leben in Thailand angenehm. Auch das thailändische Essen wird von Auswanderern geschätzt. Dank der ausgewogenen, vielseitigen und vor allem schmackhaften Küche ist es nicht verwunderlich, dass schon manch Auswanderer einige Kilo zugenommen hat. Natürlich ist die Natur auch ein großer Vorteil Thailands. Von tropischen Dschungeln, idyllischen, kühlen Kleinstädten und traumhafte Strandlandschaften sind in Thailand viele vielfältige Klimazonen aufzufinden. Die natürliche Vegetation Thailands besteht aus Wald. Noch für das Jahr 1960 wurde eine Waldbedeckung von 75 bis 80% angegeben. Dieser Wert ist heute, je nach Quelle, leider auf 18 bis 26% gesunken. Das Klima ist sehr warm und feucht, was von manchen Auswanderern als negativ empfunden wird. Die jährliche Durchschnittstemperatur beläuft sich im Süden des Landes auf unglaubliche 28 Grad Celsius, währenddem sie im nördlichsten Punkt 19 Grad beträgt. Die thailändische Sprache gilt als größte Hürde des Auswanderns nach Thailand. Auch berichten Auswanderer über das lästige Gefühl, von manchen Thailändern als spendabler Goldesel wahrgenommen zu werden. Dies ist vor allem in den bekannten thailändischen Touristendestinationen der Fall. Auch als negativ angesehen wird die Tatsache, dass es für Ausländer schwer ist, Versicherungen für Krankheit und Gegenstände abzuschließen. Auch das Erwerben von Land auf den eigenen Namen ist nicht möglich. Werfen wir einen Blick auf die Lebenshaltungskosten. Wer in München mit 2.000 Euro pro Monat über die Runden kommt, der benötigt in Bangkok, der Hauptstadt Thailands,
nur 1.370 Euro für denselben Lebensstil. Somit ist das Leben in Bangkok um über einen Drittel günstiger als das Leben in München. Und wie gesagt, Bangkok ist Thailands größte Metropole, das Leben an den Küstengebieten oder auf dem Land ist noch deutlich günstiger. Das Durchschnittseinkommen der Thailänder beläuft sich auf nur knapp 6.000 Euro jährlich, während es in Deutschland bei knapp 40.000 Euro jährlich liegt. Eine 100 Quadratmeter Zweizimmerwohnung mit Balkon in guter Lage Bangkoks kostet etwa 1.400 Euro Miete. Man bekommt aber anständige Wohnungen für bereits 200 Euro monatlich, die nicht gerade im Zentrum Bangkoks liegen. Im internationalen PISA-Bildungsvergleich liegt Thailand lediglich auf dem 58. Rang von insgesamt 71 teilnehmenden Nationen. Es wird also empfohlen, falls du mit Kindern auswanderst, diese auf eine Privatschule zu schicken. Kommen wir nun zum Interview mit Mario. Wann bist du nach Thailand ausgewandert und in welchen Landesteil? Das war, denke ich, im Dezember 2011, als ich das erste Mal nach Thailand gereist bin. Auswandern konnte man es zu dieser Zeit noch nicht nennen. Ich hatte zwar einen Job, eine Arbeit, also ich konnte auf einer Insel im Süden Thailands, genauer gesagt auf Koh Lanta, arbeiten. Und ja, so hat das Ganze begonnen. Wieso bist du genau nach Thailand ausgewandert und nicht ein anderes Land in Südostasien? Das hatte den Grund, da ich auch ganz normal in der Schweiz gearbeitet habe und ich eben aufgrund eines Stellenangebotes in Thailand die Möglichkeit hatte, in Asien, also in Thailand, zu arbeiten. Das gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt auch nicht gewusst, dass es so schwierig ist, in Thailand als Ausländer Arbeit zu finden. Aber glücklicherweise konnte ich dann die ersten 2 Jahre im Süden Thailands, eben wie gesagt auf Koh Lanta, einer Arbeit nachgehen, auf einem Schiff, auf einem Tauchschiff, wo ich Tauchtouren geleitet habe, von Koh Lanta, Südthailand bis nach Myanmar. Was gefällt dir am besten in Thailand? Da gibt es viele Dinge. Einerseits die Freundlichkeit. Die Menschen sind wirklich freundlich und hilfsbereit. Das merkt man auch, wenn man in Thailand ankommt, am Flughafen, wie sie einen begrüßen und ja auch vor allem den älteren Menschen helfen. Das hat auch etwas mit der Religion und der Erziehung zu tun. Dann sicherlich auch die thailändische Küche, das Essen, hervorragend. Und auch das Klima sowie die Natur und die Sehenswürdigkeiten. Also ich kann jedem empfehlen, mal Thailand zu bereisen. Man wird sicherlich sehr, sehr viel erleben, sehr viel sehen. Und es ist einfach ein traumhaft schönes Land mit einer Vielfalt, einer Artenvielfalt, die unglaublich ist und eben halt auch diverse Sehenswürdigkeiten. Hast du viele Schwierigkeiten mit dem Thailändisch? Ja, eigentlich nicht. Ich spreche die thailändische Sprache mittlerweile, natürlich bei weitem nicht fließend, aber es fällt mir relativ einfach, diese Sprache zu lernen. Nur das Problem ist die Motivation. Also als ich nach Thailand ausgewandert bin, in Anführungszeichen, da musste ich Thailändisch lernen, weil die Leute auf dem Schiff praktisch kein Englisch sprechen konnten. Und dort habe ich dann auch wirklich sehr fleißig, habe gelernt, konnte dann auch innerhalb von 2 Jahren schon ziemlich gut sprechen. Aber heute, als ich dann auch gemerkt habe, dass mein Thailändisch ausreicht, um hier gut über die Runden zu kommen, wurde ich etwas faul oder lazy und lerne zurzeit nicht mehr so viel, wie ich eigentlich sollte. Was vermisst du am meisten an der Schweiz? Da ist es so, dass ich eigentlich in den ersten 6 Monaten Freunde und Familie vermisst habe. Aber man merkt dann relativ schnell, dass man jetzt am anderen Ende der Welt lebt und halt auch ein anderes oder ein neues soziales Umfeld entsteht. Das geht in Thailand sehr schnell. Und dann gibt es natürlich auch noch gewisse Nahrungsmittel, die man am Anfang sicherlich vermisst, bis man dann auch feststellt, dass man einen Großteil dieser Nahrungsmittel, Lebensmittel in Thailand auch bekommt, vor allem in Bangkok und Umgebung. Und ja, von dem her muss ich sagen, heute gibt es eigentlich nicht mehr viel oder fast nichts mehr, was ich aus der Schweiz oder von der Schweiz vermisse. Was empfiehlst du zukünftigen Auswanderern?
Da auf jeden Fall ganz wichtig, sich sehr gut zu informieren über Thailand. Thailand ist aus meiner Sicht kein typisches Auswanderungsland. Es ist sehr schwierig, in Thailand als Ausländer Arbeit zu finden und auch länger hier zu bleiben mit einer entsprechenden Aufenthaltsgenehmigung. Ich persönlich habe ja auch einen YouTube-Kanal, Myland Thailand, wo ich ja Videos mache, wo sich alles genau um das dreht: Auswandern, Leben in Thailand, Visum etc., Reisen, Urlaub und noch vieles mehr. Und ich denke, dort findet man sicherlich genügend Informationen, die man haben sollte, bevor man nach Thailand auswandert. Wie sind die Thailänder so? Ja, wie bereits erwähnt, sehr nett, hilfsbereit natürlich auch. Ein Großteil der Thailänder hat kein grosses Einkommen, verdienen relativ wenig, so ca. 300 Euro im Monat. Das bedeutet natürlich auch, dass viele sehr arm sind, mit dem Geld auch ganze Familien ernähren müssen. Und für das, dass es halt vielen Menschen hier wesentlich schlechter geht als uns Europäern, muss ich sagen, sind sie nach wie vor sehr, sehr freundlich, haben eine riesige Lebensfreude. Und ja, ich denke, ansonsten sind sie halt auch Menschen, die ihre Höhen und Tiefen haben, wie wir auch. Wenn du nochmals die Wahl hättest, wärst du wieder nach Thailand ausgewandert? Da ist die Antwort ganz klar ja. Ich war schon in sämtlichen Nachbarländern von Thailand mindestens einen Monat und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss sagen, Südostasien im Allgemeinen finde ich sehr schön, sehr interessant. Jedoch hat mich Thailand schon von Anfang an fasziniert. Ich hatte eine sehr tolle, sehr gute Zeit hier. Ich habe sehr nette Menschen kennengelernt, mit denen ich auch heute noch in Kontakt bin. Und ich würde Thailand nie mehr verlassen, außer wenn ich müsste, aufgrund zum Beispiel einer Visasituation, also dass man die Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr bekommen würde. Danke Mario, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. Den YouTube-Kanal findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Was muss konkret getan werden, um nach Thailand auszuwandern? Ohne Visum können Bürger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bis zu 30 Tage in Thailand leben. Im thailändischen Konsulat deines Landes kannst du aber für wenig Geld ein Touristenvisum erwerben. Das ist dir erlaubt, bis zu 60 Tage am Stück oder bei einem Non-Immigrant-Visum bis zu 90 Tage in Thailand zu verweilen. Ebenfalls gibt es das O-Visum, das für ein Jahr gültig ist und eine unlimitierte Anzahl von Ein- und Ausreisen erlaubt. Jedoch darf man sich nur maximal 90 Tage am Stück in Thailand aufhalten. Es ist nur für Deutsche ab 50 Jahren gültig oder für Ehepartner von Thailändern. Auch muss man auf einer thailändischen Bank mindestens 800.000 Baht, also etwa 22.000 Euro deponiert haben und ein monatliches Einkommen von 65.000 Baht, also etwa 1.800 Euro aufweisen. Dies hat den Vorteil, dass man als Rentner nicht alle 30 Tage das Land verlassen muss, sondern sich über zumindest eine Jahreszeit lang im Land aufhalten kann. Ebenfalls gibt es ein Geschäftsvisum, das einen Aufenthalt von maximal 90 Tagen pro Einreise erlaubt, ebenso ein Visum für Aus- und Weiterbildung und ein Medienvisum, die ebenfalls für 90 Tage gelten. Momentan ist ein Smart-Visum in Planung, das einem erlaubt, in Genuss von mehreren Privilegien zu kommen. Das Visum ist für maximal 4 Jahre gültig und erlaubt unendliche Ein- und Ausfahrt nach Thailand. Auch der Ehepartner und Kinder dürfen nach Thailand einreisen und sogar arbeiten. Ebenfalls erhält man Zugang zur schnelleren Priority Lane an thailändischen Flughäfen. Es gibt das Smart-T-Visum für hochqualifizierte Arbeitskräfte und Experten in Naturwissenschaften, Technologie, Forschung und Digitalisierung. Das Smart-I-Visum ist für Investoren gedacht, die in Thailand einen neuen Firmenstandort eröffnen wollen. Das Smart-E-Visum ist für Senior Executives, also hohe Führungskräfte, die beispielsweise in einem Großunternehmen Strategien definieren. Und zu guter Letzt gibt es das Smart-S-Visum, das für junge, innovative Menschen gedacht ist, die in Thailand ein Startup aufbauen wollen. Falls du nach Thailand auswandern möchtest oder sogar schon ausgewandert bist, dann freue ich mich explizit auf deine Erfahrungen zu diesem Thema. Schreibe doch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich hoffe, dass ich in diesem Video einige interessante Denkanstöße zum Auswandern nach Thailand geben konnte. In der verlinkten Wiedergabeliste sind Videos zum Auswandern in andere Länder aufzufinden. Und vergiss nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, um jede Woche Videos zu interessanten und informativen Themen zu erhalten.